Ja, die Innenpolitik umfasst eine Menge Bereiche. Es geht um Sicherheitspolitik, Polizei, Verfassungsschutz, Datenschutz, ein ausgewogenes Verhältnis von Sicherheit und Freiheit. Es geht aber auch um Dinge wie Feuerwehr oder Dienstrecht. Heute wollen wir uns auf den Bereich Demokratie und Beteiligung konzentrieren, ein Herzensthema der Grünen, das uns seit der Gründung unserer Partei beschäftigt und für das wir uns sehr einsetzen. Wir wollen mehr Beteiligung. Das haben wir in den letzten 20 Monaten unter Beweis gestellt, versprochen, gehalten. Wir haben die direkte Demokratie gestärkt. Wir haben Hürden für Bürgerentscheide gesenkt. Wir haben die direkte Abwahl von Oberbürgermeistern zugelassen. Und in Duisburg ist es unter Beweis gestellt, Bürgerinnen und Bürger machen dann auch von ihren Rechten Gebrauch. Das ist gelebte Demokratie. Diesen Weg wollen wir fortsetzen. Wir möchten mehr Bürger dazu bringen, sich aktiv einzumischen in Politik, denn direkte Demokratie ist kein Ersatz, aber für uns eine wichtige Ergänzung der repräsentativen Demokratie. Ja, Open Data heißt für uns, alle Informationen, die öffentliche Stellen, die Behörden, die nicht geheim sind, die müssen auch allen Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung gestellt werden. Denn nur informierte Bürgerinnen und Bürger können sich auch einmischen und können mitmischen. Deswegen wollen wir in einem Transparenzgesetz dies verbindlich regeln für alle öffentlichen Stellen, ihre Informationen frei zugänglich für alle ins Netz zu stellen. Wir möchten Volksbegehren vereinfachen. Zurzeit brauchen wir über 1 Million Unterschriften in Nordrhein-Westfalen, damit ein Volksentscheid entstehen kann. Wir meinen, diese Hürde ist zu hoch. 8% Unterschriftenquorum aller Wahlberechtigten in NRW, das meinen wir, ist zu hoch. Wir wollen es auf 2% senken. Ja, und wir wollen auch junge Menschen ermuntern, wählen zu gehen, sich noch stärker auch direkt in Politik einmischen zu können, heißt Wahlrecht 16 auch auf Landesebene. Das, was in den Kommunen erfolgreich ja bereits gelebt wird, wollen wir auch auf Landesebene einführen. Aber für uns ist Demokratie mehr als Möglichkeiten der Beteiligung formal zu schaffen. Wir möchten Menschen auch befähigen, diese Möglichkeiten, diese Rechte auch in Anspruch zu nehmen. Das heißt beispielsweise in der Netzpolitik, dass wir den Breitbandausbau im Land voranbringen wollen. Gerade in den ländlichen Gebieten ist es wichtig, dass hier der Zugang auch im Bereich des Internets vereinfacht und ermöglicht werden muss. Wir möchten aber auch im Bereich der Minderheitenrechte diejenigen schützen, die zurzeit beispielsweise keinen festen Aufenthaltsstatus hier haben in Deutschland, aber seit vielen Jahren hier leben, die Familien, die hier fest integriert sind und immer noch mit einer Duldung leben müssen, wollen wir ihre Bürgerrechte nicht weiter vorenthalten und ihnen zu einem festen Aufenthaltsstatus, ja, verhelfen. Und wir wollen im Bereich des Minderheitenschutzes auch diejenigen schützen, die bedroht werden von Rechtsextremismus. Wir brauchen einen landesweiten Aktionsplan gegen Rechts, denn es geht nicht nur darum, mit repressiven Mitteln, mit Strafverfolgung gegen Rechtsextremismus vorzugehen. Wir brauchen mehr Opferschutz, mehr Prävention, mehr Aufklärung. Auch dafür setzen wir Grüne uns ein.